Ja, zähes Spiel gegen einen Gegner, der sehr tief stand und das auch gut gemacht hat. Es war in der ersten Halbzeit, fand ich, dass wir das gut gemacht haben. Wir sind ruhig geblieben. Es war mir klar, dass es besonders die ersten 20 Minuten, nachdem das Spiel angefangen hat, dass das dauern wird, bis wir Räume finden. Haben dann immer wieder mit Halbfeldflanken oder tiefen Läufen ein, zwei Situationen gehabt, schießen auch das Tor oder köpfen das Tor und gehen in die Halbzeit. Und ja, mussten dann wechseln, weil Pascal leichte Probleme hatte. Dann hatten wir 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit ein bisschen Probleme in der Struktur. Aber dann danach war es okay und kassieren ein unglaubliches Tor, wenn du das Spiel nicht ja, killst, auf gut Deutsch gesagt. Und muss das 2-0 machen, damit das Spiel vorbei ist. Wahnsinnstor, was meiner Meinung nach. Ja, meiner Meinung nach abseits war ganz klar, aber was gut war, dass wir danach klar geblieben sind. Die Jungs sind klar geblieben, schießen ein schönes Tor, sehr, sehr schönes Tor. Und ja, am Ende nochmal beim Einwurf gefährlich geworden. Und ja, am Ende gewinnen wir das Ding. Und es war wichtig, dass wir zu Hause 4 Spiele, 4 Siege, dass wir da oben dran bleiben.